Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Hallo Ralf, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit für das Interview nimmst. Wir wollen jetzt gemeinsam ein erstes Fazit der letzten Saison ziehen, zurückblicken, aber auch schon den Blick nach vorne richten. Dabei müssen wir zunächst einmal festhalten, dass wir am vergangenen Woche einen ganz emotionalen letzten Spieltag erlebt haben, wonach dann auch unser Cheftrainer Markus Anfang und Stefan Kutschke unter Tränen noch Worte an die Fans verloren haben. Mit, glaube ich, einer ganz wichtigen Botschaft, die irgendwie so jedem in dem Stadion in dem Moment aus der Seele gesprochen hat. Wie hast du denn diesen letzten Spieltag selbst wahrgenommen und mit welchen Gedanken bist du an dem Abend aus dem Stadion nach Hause gegangen? Ich denke einfach, dass das unheimlich wichtig war, nach dem Schlusspfiff und nach dem Wissen, dass es nicht zum Aufstieg gereicht hat, dann sogar auch nicht zum DFB-Pokal, weil ja dann in Osnabrück die zwei Tore noch gefallen sind, war natürlich, das hat man schon gemerkt, die ersten Minuten so eine wahnsinnige Enttäuschung und so eine Bedrücktheit da, auch kurz vielleicht so eine Stille bei allen. Aber das, was man sich dann nur wünschen kann in so einer Situation, dass du aus dieser Enttäuschung, die quasi dieser Spieltag dann mit sich gebracht hat, mit dem faktischen Wissen, dass es mit dem Aufstieg nichts wird, wenn man dann einfach sieht, wie dann die nächsten 15 bis 20 Minuten verlaufen sind mit den Ansprachen der Verantwortlichen, mit den Ansprachen des Fanvertreters, mit dass das Stadion, glaube ich, bis weit nach dem Schlusspfiff komplett voll war, dass der K-Block natürlich da nochmal richtig eingeheizt hat, aber gefühlt auch alle Leute, die in diesem Stadion waren, die Mannschaft oder alle Verantwortlichen so verabschiedet haben, dass man einfach das Gefühl hat, dass aus dieser Enttäuschung, die kurz da war, relativ schnell einfach der Glaube an die neue Saison, an die Zukunft, da relativ schnell aufgelebt hat. Also wir haben eine sehr turbulente Runde gehabt mit vielen, vielen Phasen, vor allem in der Hinrunde, mit denen wir überhaupt nicht zufrieden sein konnten. Haben eine fantastische Rückrunde gespielt mit einem halb dramatischen Ende, vor allem am vorletzten Spieltag. Und ist dann ganz schwer, dieses alles zusammenzufassen und einzuschätzen. Aber was mir einfach ein richtig gutes Gefühl gibt und was auch klar die Botschaft ist, was wir auch schon letzten Sommer kommuniziert haben, dass es hier im Prinzip einen Zwei-Jahres-Plan gibt und dass wir alles dafür versuchen wollen, um aufzusteigen. Und jetzt hat es nicht funktioniert, das ist einfach Fakt. Und jetzt ist ganz klar die Zielrichtung, daran müssen wir uns alle messen lassen, dass es nächstes Jahr mit dem Aufstieg klappt. Du hast es schon teilweise angesprochen, trotzdem jetzt nochmal die Frage, nach der starken Hinrunde fühlte sich jetzt dieser sechste Platz im ersten Moment relativ enttäuschend und man hatte eben nichts in der Hand an. Wie fällt denn jetzt mit einigen Tagen Abstand, aber auch dein Gesamtfazit jetzt zu dieser Saison aus? Ja, so ähnlich wie ich es halt gerade angedeutet habe. Wir haben im Sommer einen großen Umbruch gehabt. Wir haben einen neuen Trainer geholt, der inhaltlich sehr akribisch und intensiv arbeitet. Also es ist einfach immer so, dass es dann einfach eine gewisse Zeit dauert. Wir hatten nach dem Abstieg gefühlt alle kein gutes Gefühl. Es war eine Unzufriedenheit da mit den Verantwortlichen, mit allen, die irgendwo mit Dynamo oder vor allem mit dem Sport zu tun haben. Dann hat man das erste Heimspiel gegen 60 München, das wir dann gefühlt nach 7 Minuten, glaube ich, mit dem Eigentor eingeleitet haben. Also es ging schon sehr unruhig in diese Runde rein und es hat sich mit Höhen und Tiefen eigentlich durch diese ganze Hinrunde dann durchgezogen, dass wir am Ende auf dem 9. Tabellenplatz standen und ehrlicherweise in dieser Hinrunde auch unterschiedlichste Ansätze gespielt haben, unterschiedlichste Taktiken versucht haben, auch dann, finde ich auch, weit weg von dem gespielt haben, was grundsätzlich möglich ist und dass es im Winter dann einfach eine Zäsur gab, wo klar angesprochen wurde, wie sich Dinge ändern müssen. Und die haben sich im Jahr 23 auch mit diesem enttäuschenden Ergebnis dramatisch geändert. Ich finde, dass die Mannschaft, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, auch die Klarheit der Abläufe sehr, sehr gut in diesem Jahr funktioniert hat. Wir haben über weite Strecken tollen Fußball gespielt. Wir haben es geschafft, die Leute wieder. Und das ist ja bei uns bei Dynamo ganz elementar, weil die Kraft, die wir haben, die lebt natürlich
auch davon, dass das, was die Jungs auf dem Platz machen, zu den Zuschauern überschwappt. Wir haben, glaube ich, 5 ausverkaufte Spiele am Ende gehabt. Also man hat wieder das Gefühl, wir sind total in. Und es gibt da wieder ein Vertrauen in die Mannschaft, in das Trainerteam, in alle, die da arbeiten. Und wie gerade schon angesprochen, also unterm Strich, wir haben einen 2-Jahres-Plan. Wir wollten eigentlich alles dafür tun, diese Saison aufzusteigen. Das haben wir in der Vorrunde vermasselt. Am Ende waren wir noch mal dran. Dann kann es immer mal passieren, dass dann eine halbe Stunde irgendwo alles nicht so läuft, wie man sich es wünscht. Und jetzt geht es darum, schnell nach vorne zu schauen. Und einen Kern der Mannschaft haben wir dabei. Wir haben eigentlich das komplette Trainerteam dabei. Es wird Veränderungen geben, die gibt es immer. Wir sind jetzt dabei, genau zu schauen, welche Puzzleteile wir der Meinung sind, müssen wir fürs nächste Jahr legen, um dann einfach noch besser und noch effektiver zu werden. Das machen wir jetzt. Und dann ist es ganz klar, da geht es mit vollem Mut, mit voller Überzeugung in die neue Runde, mit voller Power, die Mannschaft Power. Ich hoffe, die Fans sind dann von Anfang an da und dann gibt es nur ein Ziel und das ist dann am Ende der Saison aufzusteigen. Nach dem Spiel hat Markus Anfang auf der PK als Hauptgründe so ein bisschen die Hinrunde genannt, aber auch über die ganze Saison gesehen die schlechte Chancenverwertung, warum es dann am Ende eben nicht gereicht hat. Was waren denn für dich die Knackpunkte und gehst du da bei seiner ersten Analyse nach dem Spiel mit? Ja, das sind einfach Fakten. Ich meine, wir saßen ja auch die letzten Tage zusammen, haben das alles nochmal analysiert, haben das auch schon im Winter analysiert. Also wir haben halt im Prinzip einen Spieler, einen herausragenden Spieler, was die Effektivität betrifft, gehabt, der Torschützenkönig in der Liga wurde und unser zweitbester Torschütze hat dann nicht zweistellig getroffen. Also es ist ganz klar, dass es für nächstes Jahr elementar wichtig ist, die Last der Tore auf mehreren Schultern zu verteilen. Also wir brauchen einfach torgefährliche Spieler. Wir brauchen einfach mehr Spieler, die Tore schießen. Also wir werden, ob das der Mittelstürmer ist, ob das die offensiven Außen sind, ob das die Zehnerposition ist, diese Anzahl der Tore muss sich auf mehr Schultern verteilen. Das ist eine ganz klare Analyse, dass wir da effektiver werden müssen. Zudem haben wir auch analysiert, dass was Standardsituationen betrifft, vor allem Ecken betrifft, wir wahnsinnig uneffektiv dieses Jahr waren. Auch das wird ein Schwerpunkt sein, zu sagen, wir brauchen einfach Leute, die dann in diesen Standardsituationen, ob es die Bälle sind, die kommen oder die Leute in der Mitte, dass wir da einfach eine andere Quote haben. Und dann haben wir schon mal 2 ganz wichtige Teile abgedeckt, die mit ein Grund dafür waren, dass es am Ende dann halt nicht gereicht hat. Trotz allem muss man einfach auch sagen, gerade in der Rückrunde, aber auch insgesamt in der Saison gab es auch viele sehr schöne, tolle Momente. Beispielsweise sei hier mal die Feierlichkeiten rund um den 70-jährigen Vereinsgeburtstag genannt, wo der Verein, aber vor allem auch die Fans so einiges auf die Beine gestellt haben. Was war denn für dich so dein persönliches Highlight der letzten Saison, positiv gesehen? Boah. Ja, also ich sag mal, es war einfach dieses Jahr 22 war grundsätzlich ein schwieriges Jahr. Also wir durch den Abstieg, durch die Umstellungen, die vielen neuen Leute und auch dann, klar gab es Höhen und Tiefen, es gab Tage, da hast du dann kurz vor Schluss ein Tor geschossen, aber es war alles trotzdem nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Und dann würde ich mal sagen, sind wir gegen Meppen hier mit dem 1-1 rausgekommen, lagen in Oldenburg zur Halbzeit 1-0 hinten und da sah das überhaupt nicht so aus, dass es noch diesen Verlauf nimmt, den es genommen hat. Und dann haben wir quasi durch diese Wende in Oldenburg, durch den Sieg bei 1860 München, wo wir schwer ins Spiel bekommen sind, da hat ja kein Mensch mehr daran geglaubt, dass wir irgendwann nochmal da hochkommen. Und dieser Moment oder diese Wochen, wo du dann einfach gemerkt hast, nach diesem Start, wir hatten eine gute Vorbereitung im Winter, auch gute Ergebnisse erzielt, im ersten Heimspiel hier unentschieden, dann in Oldenburg hinten gelegen und diese Wende, dass es dann irgendwo funktioniert hat mit dem Spiel in Oldenburg und dass wir diese Serie gestartet haben, dieses Gefühl auch, dass die Mannschaft wieder an sich glaubt, dass die Abläufe, die trainiert werden, diese unter der Woche hier sehr, sehr gut machen, jetzt endlich auch mal auf dem Spielfeld dann zu sehen sind. Ich sag mal, diese Entwicklung und der Verlauf, das ist das, was für mich so das Schönste war, weil ich weiß, wie wir vom Trainerteam die Mannschaft vorbereiten. Ich weiß auch, wenn die Puzzleteile funktionieren, was am Ende dann zu sehen ist. Und das hat bei uns lange gedauert. Und am Ende war es dann so, dass man das dann über weite Strecken immer gesehen hat. Als einzelnes Spiel würde ich mal dieses Wien-Wiesbaden-Spiel herausnehmen, wo ich das Gefühl hatte, wir hatten da eine wahnsinnige, für mich somit das beste Spiel dieses Jahr
was wir abgeliefert haben, was die Intensität betraf, was das Zweikampfverhalten betraf, was den Widerstand betraf. Da sind wir wirklich aufgetreten wie eine richtige Spitzenmannschaft und haben das Spiel dann auch verdient gewonnen. Das war für mich dann, sag mal, sehr emotional, weil da ging es dann wirklich um was in diesem Spiel. Du hattest wieder eine Möglichkeit, diesen Aufstiegsplatz zu kommen, und hat die Mannschaft sich klasse präsentiert. Also die Entwicklung der Rückrunde, um einfach ein gutes Gefühl grundsätzlich zu haben, und als Spielhighlight fand ich dieses Wehenspiel einfach so, weil da habe ich ganz viel auf dem Platz gesehen, was mir richtig gefallen hat. Du hattest es eingangs schon erwähnt, alle hatten das Gefühl nach dem letzten Spieltag, dass vor allem jetzt in der Rückrunde auch zwischen Fans, Mannschaft, Trainerstab, im Prinzip dem ganzen Verein so eine richtige Einheit geworden ist und etwas zusammengewachsen ist. Mal wieder etwas Einzigartiges auch, was Dynamo eben auch ausmacht. Wie wichtig ist denn dieser Schulterschluss auch mit Blick jetzt auf die nächste Saison beziehungsweise auf die nähere Zukunft? Das ist das ganz Entscheidende. Also Erfolg, das sind ja dann immer Bausteine von verschiedenen Bereichen, und ich glaube, dass wir ein sehr, sehr gutes Trainerteam haben, dass wir auch nächstes Jahr eine sehr, sehr gute Mannschaft haben werden. Es wird wie immer, sie hat man ja dieses Jahr gesehen, unheimlich schwierig. Es wird ein enges Rennen, aber trotzdem werden wir gut aufgestellt sein. Da bin ich mir sicher. Und wenn wir das dann schaffen, diese Energie, gerade bei den Heimspielen, aber natürlich nehmen wir mal das Dortmund-Spiel, was ich vielleicht vorher noch vergessen habe, als besonderes Highlight, wo dann 10.000 Dresdner dabei war. Wenn wir das dann schaffen, dieses Vertrauen auch wieder der Fans in die Mannschaft mitzunehmen, diese Energie bei den Heimspielen mitzunehmen, auswärts das dann teilweise auch mitzutragen, dann wird das genauso wie die anderen Bausteine ganz, ganz wichtig und ganz elementar sein. Ich kann jetzt auch nur von meiner Zeit, in diesem Aufstiegsjahr, dritte Liga, haben wir ohne Zuschauer sind wir aufgestiegen. Da war es schwierig, irgendwo eine Verbindung herzustellen. Als die Leute wieder ins Stadion kamen, wurde meistens verloren. Und du hattest Corona, dann hattest du viele Niederlagen. Und dann hast du die Hinrunde gehabt, wo auch viele Höhen und Tiefen waren. Und jetzt ist wieder eins passiert. Und all das, was uns im Verein, was wir dann umsetzen können, was wir arbeiten können, ob das dann Zuschauer im Stadion sind oder ob das dann auch Vermarktungsthemen sind, wie auch immer, das steht und fällt damit, was am Samstag da auf dem Platz irgendwo passiert. Und diese Mannschaft hat es geschafft, in dem von Januar bis Mai einfach die Leute wieder dahin zu bringen, dass sie einen Glauben an diese Truppe haben. Und das wird auch nächstes Jahr der ganz entscheidende Faktor sein, warum wir es dann auch packen werden. Jetzt stand ja durch diese spannende und sehr enge Konstellation eigentlich bis zum letzten Spieltag nichts fest. Du konntest nicht wirklich mit deinem Team so detailliert in die Planung für die nächste Saison gehen, weil einfach nicht feststand, in welcher Liga wir spielen. Wie sieht es denn jetzt in den kommenden Wochen erstmal aus, gerade was auch deine Arbeit betrifft? Wie ist da der aktuelle Stand? Also es ist nicht zu vergleichen, auch wenn wir jetzt dritte Liga planen, mit der letzten Saison durch den Abstieg, wo einfach ganz viel dann irgendwo umzukrempeln war. Ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, wir haben sieben Spieler, die am Samstag auf dem Platz stammen. Die haben einen Vertrag hier, die werden nächstes Jahr dabei sein. Dann haben wir noch unsere zwei jungen Spieler, die wir nächstes Jahr mit dem Jonas Oehmichen, der jetzt schon viele Einsätze hatte, und mit Paul Lehmann, die werden richtig dazustoßen. Die waren jetzt schon dabei, aber das werden richtig vollwertige Spieler sein, wo wir auch der Meinung sind, die können uns wirklich helfen, unser Ziel zu erreichen. Dann werden wir noch ein paar gute Jungs dazuholen, davon sind wir überzeugt. Dann werden wir auch den einen oder anderen verlieren. Und wir schauen, dass wir da relativ zügig in Transfers kommen, dass eine gewisse Basis gelegt ist, dass man auch das Gefühl hat, da passiert was. Ich glaube, das ist einfach wichtig, auch für die Leute, für die Fans, dass sie dann schauen können, okay, welche neuen Leute sind denn irgendwo da oder wen kann man vielleicht dann auch davon überzeugen, hier zu bleiben. Da haben wir schon das Ziel, relativ schnell Dinge anzugehen. Aber es wird nicht so viel sein, wie es letzten Sommer war. Wir haben am Ende dann bis Ende August theoretisch Zeit. Die werden wir nicht brauchen. Wir haben schon, wie gesagt, die Hoffnung, dass wir relativ schnell einige Leute da haben, wenn das Training beginnt, schon den einen oder anderen, dass wir da eine gute Gruppe haben. Und dann beginnt diese Kaderplanung. Ich meine, das ist so ein stetiger Prozess. Du hast dann halt immer dein Szenario zweite Liga, dein Szenario dritte Liga. Dann bist du im Austausch mit den Spielern, bist im Austausch mit Beratern. Manche Türen gehen dann zu, manche Türen gehen dann vielleicht mehr auf. Und das beschäftigt uns eigentlich rund um das ganze Jahr. Also wenn dann der Kader steht
und die Mannschaft steht und das Trainerteam steht, ist für uns, für die Scouting-Abteilung, auch für mich, ich sag mal, der Einfluss auf die Saison relativ gering. Die Hauptthemen, die sind jetzt zu setzen, und wenn die Mannschaft dann Fußball spielt, dann müssen wir natürlich schon uns auf verschiedene Dinge vorbereiten, und ich glaube, das haben wir gemacht, und deswegen glauben wir auch, dass wir gute Transfers tätigen werden, die uns helfen werden, unser Ziel zu erreichen. Ja, in dieser Saison musste sich, wie besprochen, schon erstmal einiges am Anfang finden. Es hat ein bisschen gedauert, bis sich die Mannschaft gefunden hat, wie du es schon ausgeführt hast. Es gibt einen 2-Jahres-Plan. Mit welchen Zielen gehen wir denn jetzt in die nächste Saison? Ja, das haben wir ja gerade gefühlt schon 5-mal gesagt. Also ich habe hier letzten Sommer einen Vertrag unterschrieben für 2 Jahre mit dem klaren Auftrag, der mir vom Aufsichtsrat dann auch mitgegeben worden ist. Es waren gute, offene, ehrliche Gespräche. In 2 Jahren müssen wir wieder zweite Liga sein. Das ist total gut, weil es normal ist. Es ist klar ehrgeizig, aber das müssen wir auch sein, das müssen wir alle sein. Von dem her haben wir uns alle, ich dann auch in meiner Person als Geschäftsführer, ist es klar, der Auftrag ist, dafür zu sorgen, dass Dynamo Dresden 23/24 aufsteigt. Da gibt es ja nichts irgendwie drumherum zu reden oder auch keine Themen jetzt zu argumentieren, wo man dann mal guckt, wie was ist. Das ist der klare Auftrag. Es wird eine schwierige Runde. Es werden Mannschaften runterkommen. Man wird kämpfen. Man wird Spieler bekommen. Vielleicht bekommt man den einen oder nicht. Am Ende wird es wieder ein enger Kampf. Aber der Auftrag ist klar. Aufstieg. Ralf, vielen Dank für das Gespräch und gutes Gelingen, auf dass die Ziele in Erfüllung gehen in der nächsten Saison. Alles klar, danke.